und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, geht es heute um den zweiten Block der Serie Blockheads 5 von Moda. Ich habe den kleinen vorbereitet und ihr seht, das ist wieder mal so ein Farbdingens. Weil ich die gerade auf dem Tisch zu liegen hatte, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das mal so. Ist natürlich ein Experiment, aber ist egal. Und ich habe mir die Farben diesmal von dem kleinen Block aufgeklebt, weil ich mir überhaupt nicht sicher war, welche Farben nehme ich für den 12,5-Inch Block. Wir brauchen natürlich unsere Anleitung. Leg mir meine Anleitung hier auf die linke Seite. Und ihr seht, ich habe den Zuschnitt vorbereitet. Ich glaube, das kann jeder handeln inzwischen. Im nächsten Schritt bilden wir 4-Patches. Da habe ich mir für den Hintergrund den ausgesucht. Das ist der helle. Das ist auch B und D. Die beiden sind das. Dann habe ich mir für das Dunkle im Stern, das brauche ich doch mit dem Bleistift, das Dunkle, den roten ausgesucht. Und für das bisschen hellere den gestreiften. Für das Teil F in der Mitte, da habe ich mir einfach ein Pinwheel gemacht. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, oder als einzelnes Teil. Ich wollte das so mal probieren, wie das aussieht. Das weiß ich noch nicht. Ich probiere das jetzt einfach. So. Für die 4-Patches, da habe ich schon mal zwei vorbereitet. Hier sind angegeben, dass wir die einzeln zuschneiden. Ich möchte euch heute was anderes zeigen. Und zwar habe ich das vorhin schon probiert. Wir brauchen ja vier Stück davon. Und so möchte ich jetzt hier erstmal euch zeigen, wie ich das mache. Dazu nehme ich mir, das lege ich jetzt hier beiseite, die Teile B und A. Moment, A ist das Dunkle, B ist es so. Das sind jeweils 5-Inch-Quadrate. Leg mir beide übereinander, rechts auf rechts, und dass sie auch gut aufeinander liegen bleiben, bügel ich sie mir beide so, wie sie sind. Das hat den Vorteil, dass sie nicht verrutschen. Jetzt nähe ich mir rechts und links jeweils von der Kante mit einem 1/4 Inch hier lang. So, jetzt habe ich hier und hier genäht. Jetzt lege ich mir das hier so hin, nehme mein Lineal, lege es an der äußeren Kante an, auf der linken Seite bei mir. So mache ich das, weil ich Rechtshänder bin. Schaue genau, dass ich auch gerade bin hier und schneide in der Mitte bei 2,5 Inch durch. Jetzt habe ich es so und bügel zur dunklen Seite beide Teile. Drehe sie um und lege mir das rechts auf rechts aufeinander, so dass die Nähte hier schön einrasten. Setz mir einen Pin, das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Schau, dass es gut passt. Setz mir auch hier einen Pin. Wenn ich das habe, nähe ich hier an der rechten und linken Seite wieder von der Kante mit einem 1/4 Inch entlang. So, jetzt lege ich mir das so hin, dass rechts und links meine Nähte sind. Nimm mir wieder mein Lineal, lege es mit 2,5 Inch hier an, Rollenschneider, und schneide in der Mitte durch. Tada! Wie cool ist das denn eigentlich? Aus zwei Quadraten habe ich zwei 4-Patches, also brauche ich von jedem, wenn ich vier 4-Patches brauche, brauche ich zwei Quadrate jeweils a 5-Inch. Zwei helle und zwei dunkle. So. Und ich habe die ruckzuck fertig und nicht das Theater immer, dass es oben manchmal so ein bisschen bulkig ist oder irgendwie so. So, ich bügel mir das jetzt und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und wie ihr sehen könnt, sind die ganz genau 4,5 Inch, ohne dass ich überhaupt was geschnitten habe. Die lege ich mir jetzt alle auf einen Stapel, vier Stück davon, und lege sie erstmal beiseite. Im weiteren Verlauf nehmen wir uns die Teile D und E, das sind jeweils zwei Quadrate a 4 Inch, und teilen sie einmal hier diagonal. Ich
legen die so aufeinander, dass die Schräge links von mir ist, untere Kante so. So. Und so nähe ich sie mir hier rechts aufeinander an der kurzen Kante hier. So, an der kurzen Kante nähe ich sie mir hier mit einem Viertelinch zusammen. Je nachdem, welchen Stoff du verwendest, bügel ich alle diese Teile zur dunklen Seite. Jetzt bleibt noch unser Teil C übrig. Das sind ja zwei Teile. Ich glaube 5 Inch, genau. Diese Teile teile ich mir jetzt auch diagonal und ihr ahnt schon, was kommt vielleicht. Wer zu Weihnachten den Türschleifer mitgemacht hat, der kennt den Stoff. Das ist noch ein Rest davon. Den verwende ich jetzt einfach mal. So, und jetzt lege ich mir das dunkle Teil auf die linke Seite, was, wenn es vor mir liegt, so, und lege das andere so dagegen. Klappe es rechts aufeinander. Wenn du dir sicherer bist, dann pinne es dir an. Und nähe hier entlang. So, meine 4 Teile sehen so aus und ich schneide sie mir jetzt auf 4,5 Inch. Und hier habe ich den Punkt, das sehe ich gerade, 2,25 auf meinem Lineal. Das ist die, kann man das sehen? Das ist genau die Mitte von 4,5. Das landet hier auf der Naht, wo das Dreieck ankommt. Jetzt drehe ich es um und da ich das ja jetzt schon 2 Seiten habe, richtig geschnitten, so sieht das aus. Ich mache die anderen noch fertig und dann sehen wir uns zum Block auslegen gleich wieder. Ich habe gerade festgestellt, was für ein cooler Block das eigentlich auch ist für Reste. Der ist so gar nicht gedacht, der ist ganz anders gedacht jetzt. Also wie ihr sehen könnt, es gibt wieder ganz, ganz viele Varianten. Ich starte in der Mitte mit meinem eigentlichen Teil F. Bei mir ist es ein Pinwheel. So. Dann nehme ich mir meine 4 Patches und lege mir die dunkle Seite zur Mitte. Alle 4. So. So und so. Und jetzt fange ich so an. Bei mir das dunkle, also rot, zur Mitte. Dann so. Dann so. Und dann so. So, und jetzt habe ich wie immer ein 9-Patch. Und das wisst ihr, wie das geht. Und ich würde vorschlagen oder empfehlen, dass das der Block so liegen bleibt beim Nähen, dass man nichts verwechseln kann. So, und jetzt nähe ich hier entlang mit einem Viertelinch, wie immer. Ist jetzt mein fertiger Block. Und wenn ich mir auf die Matte lege und ein bisschen zuppel, dann hat er ganz genau 12,5 Inch. Wenn es euch Spaß gemacht hat und euch diese Methode gefällt, ich finde das total cool. Ich habe das schon öfter mal gesehen, aber mich irgendwie nie dran getraut oder wieder vergessen. Ich finde das auch mit der Mitte mal ganz anders.
Hab Dank fürs Anschauen und wenn du Spaß hattest, würde ich mich freuen über ein Kommentar, ein Like und vielleicht auch ein Abo. Und so du dann magst, sehen wir uns gerne beim Block Nummer 3 wieder der Serie Blockheads 5.